Das wäre der helle Wahnsinn. Wie kommst du denn auf die Idee? Hat er Angst, mein Kleiner? Quatsch, aber man muss ja nicht gleich mit Feuer spülen. Keiner wird sich hier die Finger verbrennen. Rolf und Stefanie kommen vor 12 nicht zurück. Außerdem tappt Rolf völlig im Dunkeln, was uns angeht. Ach, ganz plötzlich. Er ist fest davon überzeugt, dass Nicole die Schokoladennummer inszeniert hat. Ausgerechnet sie. Ja, ich weiß, es war nicht besonders fair von mir, aber immerhin hat sie mir den Job im Hotel zu verdanken. Du hast ihn das gesteckt. Mhm. Und schon war das Vertrauen wiederhergestellt. Hörst du das? Ein Auto. Ich hab doch gesagt, Rolf und Stefanie sind in der Stadt beim Essen. Jetzt entspann dich mal. Du weißt, dass Stefanie dich immer noch verdächtigt. Ja, mit der werde ich schon noch fertig. Sie hat mich heute gebeten, herauszukriegen, mit wem du es heimlich treibst. Das sagst du erst jetzt? Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren. Ach, du willst, dass ich ihr was vormache und entschuldigen könnte? Ja, natürlich. Was auch immer du ihr erzählst, sie wird es dir glauben. Hotel Sonnenwelt? Ja. So, dann können wir endlich Sonderbonbon. Ja, natürlich. Rolf. Natürlich, ich richte das aus. Buenas noches. Ihr braucht euch nicht zu beeilen, das war Signor Romeros Sekretärin. Er muss das Geschäftsessen leider absagen. Hat sie auch gesagt, warum? Seine Mutter ist krank. Oh, Weichei. Und dann fährt mich der Chef plötzlich an, dass ich die Hotelsuite nicht für süße Stunden missbrauchen soll. Hat er sie noch alle? Ach komm, reg dich doch nicht auf. Der hat's bestimmt nicht so gemeint. Der hat einen schlechten Tag und du hast es abgekriegt. Ja, das Komische ist nur, er redet ständig was von Schokolade. Ja, ich habe überhaupt nichts mehr kapiert. Also, um deinen Chef beneide ich dich echt nicht. Da habe ich schon besser. Ja, Julia ist toll. Ich mag sie sehr. Aber ich habe mich heute ein bisschen dämlich angestellt, glaube ich. Mein erster Tag im Laden und ich muss ihr gleich beweisen, dass ich alles besser machen kann. Hast du sie genervt? Ja, so ein bisschen. Aber sie hat es total locker genommen. Klingt doch schon ganz gut für den Anfang, oder? Also, wenn du mich nicht überredet hättest, hier zu bleiben... Das war deine Entscheidung. Ich habe nur ein bisschen nachgeholfen. Komisch. Es geht alles so schnell. Vor ein paar Wochen ging es mir noch richtig schlecht. Und jetzt bin ich hier auf Mallorca und habe ein Zimmer und einen neuen Job und eine ganz nette Freundin. Und am schönsten ist unser Dorf im Februar, wenn die Mandelbäume blühen. Ach, dann ist nämlich alles weiß, als ob es geschneit hätte. Was gibt's sonst noch so auf eurem Hof, außer Mandeln? Eigentlich alles. Orangen, Feigen, ein paar Olivenbäume. Auch Tiere? Ja, alles, was man so auf dem Bauernhof hat. Ziegen, Schafe, Hühner, ach, und zwei Esel. Die sind total süß. Ein kleines Paradies. Ach nee, im Paradies steht man also morgens um 5, um die Ziege zu melken. Hm? Weil du vom Landleben so begeistert warst, hast du auch so schnell wie möglich die Flucht ergriffen. Bitte, Felipe. Es war doch nicht alles schlecht in meinem Dorf. Ich dachte immer, du bist weggezogen, weil es dir zu eng wurde. Es ist Carmens Heimat. Da leben ihre Eltern und sie hat schöne Erinnerungen daran. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber. Was ist denn jetzt mit dir und Stefanie? Was soll sein? Ich glaube, ich bin sowas wie ihr Lieblingsbruder. Hm. Dann pass auf, dass du nicht auf ihre Abschussliste gerätst. Stefanie kann gefährlich werden, das siehst du an mir. Danke für den Tipp. Aber ich glaube, sie macht sich nur Sorgen mir im Paps. Das ist ganz normal. Ja, wie auch immer. Ich wünsche dir viel Glück, das brauchst du bestimmt. Tut mir leid, dass ich in deinem Leben so viel Chaos gestiftet habe. Das gehören doch immer zwei. Mindestens. Ich bereue es nicht. Es war wirklich wunderschön mit dir. Ich hoffe für dich auch. Ich kann ja ein ganz schönes Miststück sein. Auf jeden Fall war es was ganz Besonderes. Und nie langweilig. Vielen Dank für alles. Wir bleiben Freunde, oder? Klar, Freunde.
und allem drumherum. Aber ohne Sex. Ohne Sex. Hier sind die sportlichen Aktivitäten geplant. Pool, Fitness- und Wellnesscenter, Golfplatz, Reiterhof. Und hier in diesem Gebiet entsteht die eigentliche Sensation. Ein Erlebnispark ganz neuer Art. Ja, bestimmt. Irgendwann. Was machen wir jetzt? Sag mal, du könntest dich ruhig ein bisschen mehr für mein Projekt interessieren. Schließlich erbst du das alles irgendwann mal, hm? Aber nicht heute. Ich würde gern nach Palma fahren. Ein bisschen Nachtleben tut mir auch mal ganz gut. Nach Palma? Weißt du was, fahr du allein. Und was ist mit dir? Ich mache mir einen netten Abend mit Kim. Schließlich hatten wir in der letzten Zeit nicht allzu viel voneinander. Gute Idee. Ein bisschen Händchen halten, Puls fühlen. Ciao. So. Tut uns leid. Ich muss morgen früh los. Hey, ihr seid doch eingeladen. Na, nochmals danke. Vamos. Bis bald. Gute Nacht. Tschüss. Renn nicht so. Stickig hier, ich muss an die frische Luft. Wirst du gar nicht eifersüchtig, wenn man mir eine Rose schickt? Rosen kaufen, das kann jeder. Aber das kann keiner so wie ich. Hier steckst du. Wie spät ist es denn? Noch früh. Hast du schon geschlafen? Die Suche nach dem Paradies geht weiter. Mallorca. Montag bis Freitag Vormittag.